my face above the water. In Berlin-Grünau kümmert sich die 19-jährige Jenny Paulsen aufopfernd um ihre Mutter Margit, die seit Jennys Geburt ans Bett gefesselt ist. Da ihr Vater Karl als Fernfahrer unterwegs ist, bleibt die Betreuung von Margit komplett an der jungen Frau hängen. Lediglich ein Aushilfsjob in einem Café und ihr Freund Ben Huber bringen Jenny ein bisschen Abwechslung. Doch Margit will, dass sich ihre Tochter mehr um sie kümmert. Es gibt da noch eine Sache, über die ich mit dir reden wollte. So? Was ist denn? Ben hat mich gefragt, ob ich nicht zu ihm ziehen möchte. Du willst weg? Du willst mich verlassen? Jenny, du kannst doch nicht einfach ausziehen. Was soll denn aus mir werden? Ich komme dich doch trotzdem jeden Tag besuchen. Du hast doch so schon kaum Zeit. Wie willst du das hinkriegen? Jenny, bitte, das kannst du nicht machen. Vielleicht finden wir auch eine zusätzliche Betreuung für dich. Ich will keine Betreuung, Jenny. Ich will dich. Du bist meine Tochter. Du musst für mich sorgen und nicht irgendeine Betreuung. Jenny, nein. Das kannst du vergessen. Mama. Jenny, aua, geh nicht einfach weg. Ich liebe dich doch trotzdem über alles. Aber ich muss jetzt auch zur Arbeit. Bitte, Jenny. Du tust mir weh. Bitte, Jenny, geh nicht. Jenny, bitte. Ich sag Ben ab und komm dann zu dir nach der Arbeit. Dann reden wir noch mal in Ruhe. Jenny, bitte, geh nicht einfach so. Jenny. Ach, Kind. Margit ist alleine. Und plötzlich ist ihr Leben Gefahr. Jenny, bist du's? Die wehrlose Frau ist ihrem Mörder ausgeliefert. Bereits eine Stunde später erscheinen zwei Beamte bei Jenny im Café. Silvia Weidmann, die Nachbarin der Familie Paulsen, hat Margits Hilfeschreie gehört und die 19-jährige Tochter bei der Polizei angezeigt. Ihre Mutter ist leider keines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde erstickt. Und bei der Frau, wer sie erstickt hat, weist alles darauf hin, die Hilferufe, die Art der Spuren, die Umstände, dass sie eine potenzielle Täterin sind. Sie meinen, jemand hat meine Mutter umgebracht? Ja, so sieht's aus. Und wie kommen Sie darauf, dass ich das gewesen sein könnte? Weil die Weidmann das erzählt hat? Die Weidmann ist die beste Freundin von meiner Tante Anneliese. Die zwei sind Biester und leiden konnten die mich und meine Mutter noch nie. Okay, Frau Paulsen, folgendes. Wir können das jetzt hier ja nicht klären. Auch wenn Sie jetzt aufgeregt sind, ein bisschen unter Schock oder auch traurig sind. Sie müssen mit uns auf die Wache kommen, dass wir das entsprechend klären können, ja? Irgendjemand hat meine Mutter umgebracht und jetzt verdächtigen die auch noch mich. Dabei könnte ich meiner Mutter doch kein einziges Haar krümmen. Ich hoffe nur, dass ich einen guten Anwalt bekomme. Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Im Polizeipräsidium wird Jenny als Hauptverdächtige verhört. Sie ist geschockt über den Verlust der geliebten Mutter, für die sie immer da war. Die 19-Jährige hat sogar nach der mittleren Reife auf eine Ausbildung verzichtet, um ihre Zeit ganz der Mutter zu widmen. Vom Gericht bekommt Jenny nun Pflichtverteidiger Ralf Vogel gestellt. Auf ihm ruht Jennys ganze Hoffnung. Guten Tag, Frau Paulsen, Rechtsanwalt Vogel. Dann lasse ich jetzt erstmal alleine. Ja, ja, danke schön. So, Frau Paulsen, wie geht's Ihnen denn? Wie soll's mir gehen? Meine Mutter ist tot. Kann ich verstehen. Jetzt müssen Sie auch noch hier sitzen bei der Polizei. Das ist natürlich wirklich nicht schön. Ich habe Sachen, die ich mit ihm sprechen müsste, trotz allem. Ich hoffe, Sie haben die Kraft dafür. Ja? Mhm. Gut. Laut der Aussage von Frau Weidmann haben Sie sich sehr heftig mit Ihrer Mutter gestritten. Kam sowas öfter vor? Ab und zu, weil sie schlecht geschlafen hat. Mhm. Oder halt schlechte Laune hatte. Ja. Dann hat sie ein bisschen gezickt, aber mir hat das nichts ausgemacht. Sie würden also jetzt nicht sagen, dass Sie ein schlechtes Verhältnis zu Ihrer Mutter hatten? Quatsch. Ich habe meine Mutter geliebt. Mhm. Und ich meine, das bisschen Gezicke war nicht schlimm. Sie hat halt damals die Rückenmarkspritze falsch gesetzt bekommen vor meiner Geburt. Mhm. Und seitdem ist sie halt gelähmt. Und dagegen ist das bisschen Gezicke ja doch eigentlich nichts. Mhm. Also, Frau Paulsen, ich muss Ihnen jetzt einige Fragen stellen, die auch ein bisschen persönlicher Natur sind. Und das bedeutet nicht, dass ich Ihnen nicht glaube. Ja, das müssen Sie verstehen. Aber wir müssen vor allem die Aussage von Frau Weidmann hier entkräften. Wenn Sie eine Pause brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja? So, warum haben Sie denn gestritten mit Ihrer Mutter? Worum ging es denn dabei?
Ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich zu meinem Freund Ben ziehen will. Mhm. Und Ihr Freund Ben, war der heute Morgen auch im Haus? Ja, er hat letzte Nacht bei mir geschlafen, aber war schon weg, als das passiert ist. Und er ist Fachinformatiker und hat einen Kundentermin früh. Und auf jeden Fall ist Mama ausgerastet, weil ich gesagt habe, dass ich zu Ben ziehen will. Und sonst hält sich niemand in dem Haus auf? Doch, mein Vater ist LKW-Fernfahrer und kommt halt erst morgen wieder, ist zurzeit auf Wochentour. Deshalb kümmere ich mich auch die meiste Zeit um meine Mutter, seitdem meine Großeltern gestorben sind. Sagen Sie mal, Frau Paulsen, was haben Sie denn da? Ach das, als ich zur Arbeit gehen wollte heute früh, hat meine Mutter mich festgehalten und aus Versehen gekratzt. Ist aber nichts Schlimmes. Ist aber nichts Gutes, Frau Paulsen. Wissen Sie, wenn man Ihre Mutter obduziert, wird man unter ihren Fingernägeln also ihre Hautpartikel finden. Dann wird die Polizei annehmen, ihre Mutter hätte sich gegen den Mörder gewehrt. Und eins zusammenzählen. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was das heißt, oder? Ich war das aber nicht. Ich habe meine Mutter doch nicht umgebracht. Das glaube ich Ihnen, Frau Paulsen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir herausfinden, wer es gewesen sein könnte. Haben Sie da eine Idee? Anneliese vielleicht, die Schwester von meiner Mutter. Nachdem meine Großeltern gestorben sind, sie hatten halt meiner Mutter alles vererbt, das Haus etc. Und damit sie sie versorgt wissen. Und aber warum sollte Ihre Tante was gegen Sie haben? Naja, weil nach dem Tod meiner Mutter würde sie das Haus bekommen. Und ja. Gut, das wäre natürlich ein Motiv. Aber wenn da so ein Erbschein existiert für Ihre Tante, dann wird das Nachlassgericht sich bei Ihnen melden. Da müssen wir abwarten. Ich schlage vor, wir ziehen jetzt hier die Vernehmung mal durch. Mhm. Haben Sie keine Angst, ich bin bei Ihnen. Und wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder eine Frage haben, dann fragen Sie mich. Leider hat meine Mandantin hier keine guten Karten. Bei der Beweislage befürchte ich, dass der Haftrichter sie umgehend in Untersuchungshaft nehmen wird. Aber ich bin fest von der Unschuld meiner Mandantin überzeugt und das werde ich auch beweisen. Ich werde jetzt erstmal diesen Ben aufsuchen und ihm ein paar Fragen stellen. Wie Anwalt Ralf Vogel befürchtet, muss Jenny wegen des dringenden Tatverdachts, ihre Mutter Margit ermordet zu haben, in Untersuchungshaft. Währenddessen sucht der Jurist ihren Freund Ben Huber auf. Er wurde am Tatmorgen von Nachbarin Silvia Weidmann gesehen, als er das Haus der Familie Paulsen verlassen hat. Ja, ich bin hier, weil Ihre Freundin von der Polizei in Untersuchungshaft genommen worden ist. Sie soll angeblich ihre Mutter getötet haben. Was? Jenny? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Jenny ist der liebenswürdigste und geduldigste Mensch, den ich kenne. Das glaube ich Ihnen gerne, aber die Polizei hat Hinweise darauf gefunden, dass die Mutter getötet worden ist und die Nachbarin soll Hilfeschreie gehört haben. Was? Aber als ich heute früh gegangen bin, da war noch alles in Ordnung. Ja, das hat Jenny auch gesagt. Deshalb wollte ich Sie fragen, ist Ihnen vielleicht an diesem Morgen irgendwas Besonderes aufgefallen? Nein. Eigentlich nichts. Ich meine, ich bin um 7:30 raus aus dem Haus, habe mich noch von Jenny verabschiedet im Hausflur. Sie hatte vorher noch Frühstück für ihre Mutter gemacht und das war's. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu der Mutter von Jenny? Ja, Verhältnis? Welches Verhältnis? Ich meine, ich habe Margit so gut wie nie gesehen. Sie war immer im Schlafzimmer und ja, eigentlich hatten wir nicht viel miteinander zu tun. Jennys Mutter war ja nicht begeistert, dass Jenny zu Ihnen ziehen wollte, nicht wahr? Ja. Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Ja, danke, gerne. Hm? Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass Margit nicht besonders froh darüber war, dass Jenny ausziehen wollte. Schließlich hat Jenny sich alleine um sie gekümmert. Mhm. Ja, aber hat dir denn niemand geholfen? Der Vater vielleicht? Nee. Der Vater, der ist LKW-Fahrer, der war immer nur auf Tour. Mhm. Und ja, also, aber wissen Sie was? Hier ist mein Wasser, bitte. Mir ist jetzt doch noch was Ungewöhnliches aufgefallen. Und zwar habe ich Karl dabei erwischt, wie er Koffer gepackt hat. Mhm. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches für einen Berufskraftfahrer. Das nicht, aber ungewöhnlich war, was er eingepackt hat. Ich meine, Pralinen und Sekt, das braucht man eigentlich nicht als LKW-Fahrer. Wollen Sie damit andeuten, dass er vielleicht ein außereheliches Verhältnis hatte, eine Geliebte? Ja. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich werde mich mal umhören. Zutrauen würde ich es ihm auf jeden Fall. Ich werde versuchen, gleich morgen mal zu seiner Arbeitsstelle zu fahren. Da soll er laut Jenny von seiner Polentour zurückkommen. Ja? Dann würde ich auch gleich los, Herr Huber. Okay. Ich danke für das Gespräch. Gar kein Thema. Und bitte tut mir einen Gefallen, kümmern Sie sich um Jenny, ja? Ja, das werde ich tun. Okay, danke schön. Bitte schön.
Wer kommt denn nur auf die Idee, dass Jenny ihre Mutter umbringen könnte? Ich verstehe das nicht. Da hätte ich nie dran gedacht. Ich muss sie so schnell wie möglich da rausholen. Jenny sitzt seit 5 Stunden wegen Mordverdachts in der Justizvollzugsanstalt. Sie macht sich schwere Vorwürfe, weil sie ihre Mutter wegen Ben verlassen wollte. Nun wartet sie sehnsüchtig auf ihren Freund, der sich um die 19-Jährige sorgt. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Das ist alles so schrecklich. Wenn ich Mama nicht allein gelassen hätte, dann würde sie jetzt noch leben. Aber nein, ich bin gegangen und habe sie im Mörder einfach überlassen. Schatz, jetzt hör auf, dir selbst Vorwürfe zu machen. Ich meine, du wusstest doch nicht, dass jemand auf sie abgesehen hat. Aber trotzdem, ich hätte nicht gehen dürfen. Wir haben uns so gestritten. Und das nur, weil ich ausziehen wollte. Ja, aber das ist doch ganz normal, dass man irgendwann mal auszieht. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Es wurde einfach Zeit, dass du da rauskommst. Das ist doch wirklich normal heutzutage. Du wolltest doch nicht, dass ich stirb. Aber es ist so schrecklich. Mama ist tot. Und das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe, ist, dass ich sie verlassen werde. Du bist das Einzige, was ich jetzt noch habe. Bitte, lass mich nicht im Stich. Schatz, das werde ich auch nicht, versprochen. Das Wichtigste ist einfach, dass wir dich hier so schnell wie möglich wieder rausholen, okay? Und so lange musst du durchhalten, versprich mir das. Wir haben uns doch geschworen, dass wir immer zusammenhalten und das schaffen wir auch jetzt. Der Richter hat gesagt, dass ich genug Motive gehabt habe, meine Mutter umzubringen. Und dass ich die Letzte bin, die im Haus gesehen wurde. Mein Anwalt konnte ihn auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja, mit deinem Anwalt habe ich vorhin auch gesprochen und ich bin mir sicher, dass er den richtigen Mörder findet. Wir müssen ihm nur noch etwas Zeit geben. Und die Polizei ermittelt ja schließlich auch noch. Da muss ich auch morgen meine Aussage machen. Hat mein Anwalt eigentlich schon mit meinem Papa geredet? Ich denke nicht. Sonst hätte er mir das vorhin bestimmt schon gesagt. Aber morgen wollte er mit ihm reden. Da kommt doch Karl von seiner Tour wieder, oder? Tut mir leid, die Zeit ist um. Ich muss sie rausbringen. Schatz, ich verspreche dir, ich werde den Anwalt unterstützen, wo ich nur kann, okay? Komm sie. Ich liebe dich und ich würde alles für dich tun, das weißt du. Ich liebe dich auch. Am nächsten Tag will Anwalt Ralf Vogel mit seinem Referendar Frank Schulze herausfinden, ob Jennys Vater Karl Paulsen eine heimliche Geliebte hat und damit vielleicht sogar ein Tatmotiv. Doch statt des Fernfahrers treffen sie unerwartet auf Anneliese Schröter, die Schwester des Mordopfers. Wissen Sie, ich war gestern lange genug bei der Polizei und hätte es einen Anhaltspunkt eines Tatverdachtes gegeben, so wäre ich doch garantiert nicht auf freiem Fuß. Das sehen Sie falsch. Das bedeutet lediglich, dass kein dringender Tatverdacht besteht. Aber ein Motiv, das haben Sie ja, wie Sie gerade so schön gesagt haben, das Haus. Das ist mein Haus. Unsere Eltern haben Margit damals als Vorerbin im Testament eingesetzt. Und im Todesfalle geht alles an mich. Und ich bin jetzt hier, um das Testament zu suchen, um endlich alles zu regeln. Wenn es so ein Testament gab, dann liegt das beim Nachlassgericht und das wird sich schon melden. Aber wenn es so ein Testament nicht gab, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Und das bedeutet, die einzigen Erben sind Jenny und der Mann ihrer Schwester. Jenny, die Mörderin ihrer eigenen Mutter. Na, die kann ja wohl garantiert nichts erben. Die Vermutung, dass sie das Haus hier erben, berechtigt sie noch lange nicht dazu, hier einfach einzubrechen. Ich bin nur hier nicht eingebrochen. Entschuldigen Sie bitte, solange ich denken kann, weiß ich, wo hier der Ersatzschlüssel liegt. Das ist vollkommen egal, ob Sie das wissen, denn ohne Genehmigung von Jenny oder dem Mann ihrer Schwester dürfen Sie hier nicht in das Haus. Sie begehen hier Hausfriedensbruch. Ja, und wollen Sie mich jetzt verhaften oder was, ja? Hey, wenn Sie jetzt hier gleich mitkommen, ohne großen Aufwand das Haus verlassen, dann werde ich davon absehen, die Polizei zu benachrichtigen. Eine Frage hätte ich noch. Sagen Sie, wissen Sie, wo Ihr Schwager sich zurzeit rumtreibt? Laut Aussage von Jenny müsst ihr schon längst zurück sein. Keine Ahnung, wo der Vollidiot sich rumtreibt. Hier drin ist er jedenfalls nicht. So, ich möchte jetzt zum Nachlassgericht, um nach meinem Testament zu suchen. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass Frau Schröter das Haus tatsächlich geerbt hat. Denn von diesem vermeintlichen Testament, da weiß keiner was, außer sie selbst. Und ohne solch ein Testament sind die einzigen Erben Jenny und Karl Paulsen. Ich werde gleich mal zu der Spedition fahren, bei der Herr Paulsen arbeitet. Denn ich habe ein paar dringende Fragen an ihn. Hey, Brother. Sofort machen sich Anwalt Ralf Vogel und sein Referendar Frank auf den Weg zur Spedition Keller, für die Karl nach Polen gefahren ist. Dort treffen sie auf den Disponenten Peter Slomka und erfahren, dass der Familienvater ein Geheimnis hat.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Rechtsanwalt Vogel, das ist mein Referendar. Schönen guten Tag. Wir suchen Herrn Karl Paulsen, der müsste für Sie arbeiten. Also hier arbeitet er nicht mehr. Der ist schon eine ganze Weile nicht mehr dabei. Ach, darf ich fragen, warum? Ja, der ist ständig zu spät gekommen. Und irgendwann nach einer ganzen Weile ist mein Chef dann auch der Hut geplatzt. Und seit 3 Wochen ist er jetzt weg. Als Fernfahrer hat er doch immer die Langstrecken bekommen, oder? Schon, ja. Kann man da auf dem Fahrtenschreiber nicht nachvollziehen, warum er zu spät kam? Na, der hat immer die Nächte durchgemacht, denke ich mal eher. Und als wir den LKW aufgeräumt haben, habe ich noch ein paar schöne Höschen gefunden, ein paar andere nette Sachen. Ja, wir verstehen. Gut, danke schön. Also auf jeden Fall, seit 3 Wochen ist er nicht mehr da und ich muss auch leider weitermachen. Gut, okay, danke. Tschüss. Merkwürdig. Seine Tochter hat mir gesagt, dass er wie immer seinen Koffer gepackt hat, abgesehen von dem Sekt und dem Pralinen, und auf Tour gehen wollte. Wenn er morgens müde war, weil er die Nacht nicht geschlafen hatte? Das spricht schon einiges dafür, dass er vielleicht doch nicht allein unterwegs war und seine Geliebte vielleicht bei ihm war. In so einem Führerhäuschen haben ja 2 Leute Platz. Wir müssten diesen Ben Huber fragen. Der weiß, wie dieser Herr Paulsen tickt. Am besten, wir ermitteln gleich weiter und teilen uns auf. Ich muss sowieso ins Kriminaltechnische Institut. Da werden heute die Ergebnisse der Rechtsmedizin erwartet. Vielleicht bringen wir es weiter. Können wir nicht einfach die Polizei informieren? Das werden wir auch. Was drängt die Zeit? Und wenn Herr Paulsen tatsächlich entlassen worden ist, dann kommt er hier als Täter in Frage. Und wird dann seine Tochter dafür büßen lassen? Das wäre wirklich mehr als dreist. Denn wenn seine Tochter für den Mord büßt, dann würde Herr Paulsen ganz alleine erben. Vorausgesetzt, dass diese Tante dort nicht irgendwie miterbt. Also wir müssen uns wirklich beeilen. Die Zeit drängt. Wir müssen Herrn Paulsen suchen. Ich werde Herrn Huber fragen, ob er sich vorstellen kann, wo sich Herr Paulsen mit seiner Geliebten rumtreibt. Denn er ist schließlich der Einzige von uns, der ihn kennt. Und immer wenn mein Herz nach dir ruft und das Chaos ausbricht. Während sich Anwalt Ralf Vogel im Kriminaltechnischen Institut nach Spuren erkundigt, treffen sich Referendar Frank Schulze und Jennys Freund Ben, um Witwer Karl zu suchen. Der 20-Jährige vermutet ihn in seiner Lieblingskneipe, wo er regelmäßig Dart spielt. Das ist ja jetzt wohl eindeutig, oder Karl was? Er hat seine Frau umgebracht. Dann amüsiert er sich hier, während seine Tochter unschuldig im Gefängnis sitzt. Psst, nun beruhigen Sie sich erstmal. Wir wissen nicht, wer Frau Paulsen umgebracht hat. Das ist doch jetzt eindeutig. Ich meine, Karl war es. Jenny kann es nicht gewesen sein. Ich gehe jetzt darüber und dann wird er schon zugeben, dass er es war. Sie beruhigen sich jetzt erstmal, okay? Wir setzen uns hier hin und werden die ganze Sache ein wenig beobachten. Die beiden Männer sind fassungslos darüber, dass sich Karl mit seiner Freundin amüsiert, obwohl seine Frau Margit ermordet wurde und Tochter Jenny in U-Haft sitzt. Kommen Sie schnell. Was ist denn? Sie gehen. Ach. Sind Sie weg? Danke, stimmt so. Kommen Sie. Ey, Karl ist echt so ein fieser und gemeiner Typ, seine eigene Tochter zu hintergehen und zu betrügen und zu belügen. Aber der wird dafür noch büßen, das schwöre ich. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn er der richtige Mörder ist. Referendar Frank Schulze und Ben folgen dem Paar. Telefonisch informieren sie Anwalt Ralf Vogel. Wenige Minuten später klingeln sie gemeinsam an der Wohnung von Karls Freundin Stefanie Mormann. Anwalt Ralf Vogel will herausfinden, wie abgebrüht der Familienvater wirklich ist. Wir müssten mal mit Ihnen sprechen. Könnten wir vielleicht kurz reinkommen? Ja, bitteschön. Immer da durch, bitte. Dankeschön. Danke. Was machst du denn hier? Hat Marit dich beauftragt, mich zu beschatten? Jetzt tu doch nicht so, als wüsstest du von nichts, Mensch. Herr Rechtsanwalt Vogel, mein Name. Wir müssten mal kurz mit Herrn Paulsen sprechen. Wir werden nicht lange bleiben und wollen nicht lange stören. Ja, setzen Sie sich. Okay, danke schön. Ja, nimm mal Platz. Herr Paulsen, also ich und auch die Polizei haben versucht, Sie auf Ihrem Handy zu erreichen, aber es hat nicht funktioniert. Deshalb bin ich jetzt hier, um Ihnen leider mitteilen zu müssen, dass Ihre Frau getötet worden ist. Sie ist in ihrem Schlafzimmer erstickt worden und Ihre Tochter sitzt in Untersuchungshaft, weil sie als Hauptverdächtige geführt wird. Marit ist tot? Also, ich habe mein Handy auf lautlos gehabt. Die hat mich mit SMSen, Anrufen bombardiert. Selbst während der Fahrt sollte ich da antworten und ich brauche einfach ein bisschen Abstand von der. Und deswegen brauchten Sie Abstand? Ja, ich bin verliebt, geh mal hier. Und ja, ich wusste nicht, wie ich dir jetzt schon beibringen soll, dass ich sie verlassen will. Ich glaub's nicht. Schonend? Denkst du etwa, jemanden mit einem Kissen zu ersticken sei schonend? Ja, bitte, ich habe Ihnen doch dazu schon was gesagt. Also Ihre Tochter sitzt in Untersuchungshaft und das zu Unrecht, weil sie die Tat nicht begangen hat. Jetzt stellt sich die Frage, wer könnte denn der Täter sein? Haben Sie da eine Idee? Ne, ich nicht. Also ich bin Lügner und Betrüger, ja, mag ja sein. Ich habe niemals mit der Frau ermordet, Mann. Ich war mit Steffi zusammen rund um die Uhr, 24 Stunden, die letzten beiden Wochen.
Ja, das stimmt, kann ich bestätigen. 24 Stunden, also wir waren immer zusammen. Jetzt hör doch auf. Du hast deine Frau umgebracht und jetzt gib's gefälligst auch zu. Huber, lass mal, das bringt jetzt nichts. Gehen Sie mal raus und warten da auf uns, bitte, ja? Ja, ich glaube auch. Kann mir das alles nicht mehr mit anhören hier. Kloppt. Kann ich zu meiner Tochter? Ich will Jenny sehen. Ja, selbstverständlich, aber heute nicht mehr. Also die Besuchszeiten im Gefängnis, die sind vorbei. Jetzt ist es zu spät dafür. Aber morgen. Ja gut, was wird jetzt aus mir? Na ja, ich habe der Mordkommission Bescheid gegeben, wo sie sich aufhalten. Und ich gehe davon aus, dass sie sie als Zeugen vernehmen wollen. Also entweder herkommen oder sie vorladen werden. Ja, und dann wird alles weiter so seinen Weg gehen. Wir müssen jetzt aber auch los. Ja? Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Ja, ich bringe euch noch aus. Herr Paulsen klingt für mich zwar glaubwürdig, aber seine Freundin, die hat ihm ein Gefälligkeitsalibi gegeben, da bin ich mir ganz sicher. Und so ein Gefälligkeitsalibi, das hält vor Gericht vielleicht mal 2 Minuten. Ich werde meinen Referendar auf jeden Fall losschicken, alle Angaben zu überprüfen. Und ich selber werde mich aufmachen zu Frau Waldmann und da mal nachhaken, was die denn nun wirklich mitbekommen hat zwischen dem Streit von meiner Mandantin und ihrer Mutter.